So, und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Guild Wars 2 mit Zero zusammen. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Leute. Ja. Und hallo natürlich, Xyrem. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und danke natürlich für letztes Mal noch fürs Eis. Es war sehr lecker. Wie Eis, hä? Er hat doch 5 Euro für Eis dagelassen. Ach so. Damit haben wir, ja, damit konnten wir unseren Gefrierschrank füllen. So. Ach ja. So, wir haben Post. Genau. Wir machen am Anfang so wie immer die Post. Und ich weiß nicht, was du da hast, aber ich habe natürlich einen Brief, das Fest der Vier Winde kehrt zurück. Hab ich auch. Das ist ein Wind. Nee, das Willst ist nicht Wind. Soll ich? Ja? Ja. Mir ist das wurscht, ich lese das auch vor. Im Namen Königin Jennas von Krüta und des Kapitänsrats von Löwenstein seid ihr herzlich eingeladen, an der Wiederkehr des Fests der Vier Winde teilzunehmen. Hoch über den Labyrinthklippen haben unsere Zephyriten-Freunde gemeinsam mit Löwenstein für eine unglaubliche Fülle an unterschiedlichen Händlern und Ereignissen gesorgt, um Besucher aus ganz Tyra zu unterhalten. Diese Feier der Einheit und des Friedens zwischen unseren Kulturen ist heutzutage wichtiger denn je und wir hoffen, dass ihr gemeinsam mit uns an den Festlichkeiten teilnehmen werdet. Mit dieser kooperativen Einstellung hat Königin Jenna die Wiedereröffnung im Kronpavillon persönlich überwacht, bei der Tyrias beste Kämpfer eine Vielzahl alter und neuer Herausforderungen erwarten. An- und Abreise könnten leichter nicht sein. In den Hauptstädten aller Nationen stehen spezielle Heißluftballons bereit. Besucher können auch direkt per Luftschiff aus Löwenstein anreisen. Wir freuen uns, euch beim Fest zu sehen. Captain Ellen Kiel. Oh ja. Anzeigen. Oh ja. Okay, ja genau, das habe ich auch gerade gemacht. Oha. Ach da. Ach guck mal, da können Wegmarke wir sogar hin. Clowninsel, ja. Ah, cool. Ich habe nur die Wegmarke jetzt garantiert gleich wieder vergessen. Seht es mir nach. So, aber wir haben hier noch mehr Post. Genau. Willst du anfangen oder soll ich? Ich guck mal, was hab ich? Kleine Ergänzung und ein paar Anmerkungen. Ich habe für die Wissenschaft Sonderbonbon, was du erwähnt hast. Was ist da wohl drin? und hallo, ihr beiden. Okay, ich fange an. Von Melissa Astori. Ein paar kleine Anmerkungen. Hey Zero und auch Reggie, ich habe da eine schlechte Nachricht für dich, was die Reittiere angeht. Da müsstest du den Path of Fire Prolog lodernde Flammen starten, wirst aber feststellen, dass du das nicht kannst, da du zurzeit nur Heart of Thrones besitzt und kein Puff. Habe ich anhand daran gesehen, wo du deine Heldenpunkte vergeben hast, da hinter den Weber, was die Elite-Spezialisierung von Poff ist, das Aufwertungssymbol immer noch Hinterstadt. Und die hünenhaften Damen waren Norn. Ah, okay, diese großen, sehr sexy Damen waren Norn. Norn. Kleine Ergänzung, hi Zero und auch Reggie. Eine kleine Berichtigung zum Prolog. Namen, der heißt natürlich Entzündung der Flammen. Das Gewehr kann von der Grundklasse nur Krieger und Ingenieure tragen und der Dieb nur mit Elite-Spezialisierung Scharfschütze. Die Sightseeing-Tour, oder Sightseeing heißt das glaube ich, hättest du dir ersparen können. Weil der Stern wurde im Oberdistrikt des Heinz angezeigt. Ab Stufe 30 ist der Storypfad generell gleich, sodass der Mitläufer nur den Fortschritt annehmen muss. Anbei schicke ich euch hier noch ein paar Farben. Gruß Dragon. Oh, ich habe Farben. Ah, cool. Farben sind cool. Ja, ich habe auch was für uns bekommen. Und zwar noch 2 Sonnenspeer-Miniaturen für uns. Und wir haben hier was? Mini-Sonnenspeer-Trapez. Und Suti. Oh, das ist cool. Vielen Dank an Shannon und Shannon Schafkralle. Du heißt übrigens wie mein Lieblingssim, das ist toll. Das gefällt mir. So, werden wir uns gleich angucken, wer welchen bekommt. Hast du schon die Sonnenwendefarbe? Ich hab die nämlich schon. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Schreib die mal in den Chat rein, bitte. Warte, so wie Nina es erwähnt hat. Einfach Chat aufmachen mit Enter und dann mit Shift und Klick auf das Ding. Dann hast du das, dann kannst du das da rein, reinschreiben. Okay, warte.
Und nee, ich habe es noch nicht. Den schicke ich dir. So, ich habe jetzt noch Sorbetfarbe und Lehmziegelfarbe. Also zwei Stück hätte ich jetzt hier noch. Ja, das nehme ich in Pink. Pink? Ja, Pink ist immer gut. Sonnenwendefarbe. Die habe ich bereits. Das ist cool. Perfekt. Und ich habe sogar, Juri. Ich habe sogar Post von Juri wiederbekommen. Hi Reggie und auch Zero. Du hast durch die täglichen Login-Belohnungen ein paar Folianten des Wissens im Inventar, wodurch du direkt ein Level aufsteigst bei Benutzung. Die Story-Abschnitte kommen weiterhin in 10 Stufen Abständen. Und anbei sende ich euch hier noch Farben und ein paar Minis. Viel Spaß damit! Vielen, vielen lieben Dank. Ja, genau, Dragon und Juri, ich werde wahrscheinlich immer wieder verwechseln, dass ihr die beiden gleichen Charaktere seid. So, genau, Ghost Dragon. Also, da habt ihr uns diesmal beide geschrieben. Oha. Und jetzt habe ich sogar ein Mini sowieso dann auch doppelt. Da müssen wir gleich mal, das müssen wir gleich mal sofort auseinanderklamüsern. Oh, ein schönes Pink. So, für die Wissenschaft. Rememoria. Huhu, Reggie. Was hältst du eigentlich davon, Zero mal für einen Stream dazu zu kriegen, das anbeigeschickte Zepter mit dem anbeigeschickten Skin zu tragen? Weil er doch so ein Fan von gutherzigen Charakteren ist. Ich meine natürlich hier eine kleine Spende. Was? Geil! Also, was ist das für ein Zepter? Also bei mir ist der Skin leider gesperrt. Skin für Prinzessinnen-Zauberstab. Okay. Und mächtiger, geschmeidiger Holz. Ach so, das Zepter ist hier. Das könnte sogar richtig gut sein. Warte, das. Und ich sehe, ich habe sogar noch, sogar eine kleine Goldspende. Danke, 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 danke. Ja, mein Stab ist besser. Ja? Ja. Aber ich schicke dir das trotzdem beides. Weil ich möchte gerne, ich möchte gerne, dass du wenigstens ganz kurz, für uns, nur für uns kurz Prinzessin spielst. Für den Stream. Ja, dann schicke. Mach ich gerade. So. Okay. Und ich gucke in der Zeit, wie er sich umzieht, mal, wo die Feulanten sind. Seltene Beute. Ach da, hier, 2 Stück habe ich. Wo soll denn das sein? Ich finde es gerade nicht mal im Winter. Ach da. Okay. Skin gesperrt. Verwenden? Ihr könnt den Gegenstand nicht verwenden, hä? Okay. Ah, ich glaube, jetzt habe ich sie. Ich glaube, jetzt habe ich es. So, was habe ich hier noch? Ein kleiner Beutel. Oh, ich habe so viel Scheiße hier, warte. Ja, das Aufräumen ist immer ein bisschen mühselig. So, alle Materialien erstmal rausgeholt. So, okay. Dann muss ich auf meinen Held zugreifen. Ach, Garderobe war schon richtig, ne? Ja. Dann. Was mache ich denn da? Hey, wie komme ich da auf mein... Ach da. Ich glaube, das hier ist mein Stab, oder? Nee. Nee? Ach, hier ist mein Stab, okay. Ich will sehen. Okay. Ich glaube, ich muss das Ding erstmal anziehen, was mir da geschickt wurde. Ja. So. Dann gehe ich hier drauf, dann darauf. Es kostet mich aber eine Transmutation. Naja, gut. Ja! Zero ist jetzt eine Prinzessin. Ja. Cool. So, ja, hier habe ich meine Fähigkeit nochmal eingesetzt, genauso. Das sieht gut aus. Warte, ich muss mal kurz weiter weggehen und dich direkt angucken. Damit es alle sehen, wie Zero schön mit dem Zauberstab. Das sieht gut aus. Herrlich.
Also, falls du ein schönes Bild davon haben willst, ja. Nee, ich mal's ja selber. Ach ja, stimmt. Dann würde ich das nehmen für mein Bild. Will ich mal wieder ein ordentliches Thumbnail haben. Von Zero mit dem Zauberstab. Das sieht voll cool aus. Vielen, vielen Dank wieder für eure reichlichen Spenden. Ich freue mich da immer wahnsinnig drüber. Ich finde das immer ganz, ganz cool. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal dabei sind. Genau so. So. So, den habe ich nämlich doppelt. Mini-Sonnenspeertro. Oh, ups. Dann habe ich noch den und den. So, drei Stück. Und ich weiß nicht, ob du eventuell schon welche doppelt hast. Hier also, steht nur davon. Mini gesperrt, also ich kann sie entsperren. Gut. Dann weiß ich aber nicht, welche, wie wir uns das jetzt aufteilen. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, nimm doch einfach zwei irgendwelche. Okay. Dann kriegt sie jetzt nochmal Post von mir. Und. Boah, ist das warm. Ich mache mal meinen Ventilator hier an. Ah. Achso, warte mal. Einen werde ich mal schon hinzufügen. Dann habe ich nämlich nur noch einen. Sehr gut. So, ich behalte die Mädels einfach bei mir. So. Wer weiß, was Zero mit denen macht. Vorschau. Wir werden sie uns natürlich mal angucken. Achso, ich glaube. Huch, habe ich meine Handschuhe ausgezogen? Nee. Weiß nicht, vielleicht hast du die ausgemacht beim Skin oder so? Ja, du gerade eben hatte ich doch Handschuhe an. Hä? Ach ja, ich finde die auf jeden Fall unheimlich cool, die Minis. Also die finde ich wirklich so richtig cool. Ach, tatsächlich, ich kann die Handschuhe ausmachen. Ja, es tut mir so leid. Ach ja, ja, Xyrim, vor allem jedes Mal das Gleiche, ne? Immer so. Sind wir mit unserem Inventar beschäftigt. Ich beeile mich jetzt so, Vor allem eine Viertelstunde, ey. Zack. Und drei Viertel des ganzen zack. Streams sind wir damit beschäftigt, unser Inventar zu ordnen. So, wir können meinetwegen. Ach ja, so. Hat er ja recht. So, aber das mit der Post ist wichtig, weil ich finde das immer, ich finde es auch wichtig, dass ich da euch sozusagen erwähne hier im Stream, weil mich das einfach wirklich freut und ihr habt es damit auf jeden Fall verdient. So. Huch. Guck mal, der kann sich porten. Schweinerei. So, Schrottkiste. Ach, das ist so noch unsere Quest oder so, ne? Ja, wir sind ja hier gerade übelst zum Questen. Ist schon wieder alles vergessen, ey. Tatsächlich, die porten sich, die Schweine. Ja. Aber ich kann sie zurückstoßen. So, was ist das hier mit diesen Golems? Aktivieren. Huch. Ja, super, ich helfe dem Golem und er weckt ihn wieder. Und dann geht er einfach kaputt. Ja, das ist natürlich richtig schön. Yay. So. Zero ist irgendwo. Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja, ich bin hier vorne. Da, wo wir angefangen haben. Woher kam der Angriff? Diagnose Scan aktiv. Bitte warten. Zeug. Habt ihr was? Ja, siehst du. Hat sich gelohnt. So, das ist schön. Ich habe auf jeden Fall die Rollen der Weisheit, die habe ich gesehen. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, wie das funktioniert. Was? Es gibt nur noch gibt wenige Spiele. Ja, wollen wir? Ja, freiwillige Belohnung. Was gibt's ja, da? Eben. Was ist das? Segen der Freiwilligen. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ja, gut. Okay. Ja. Voll gut. Ich finde es gut. So, jetzt sind wir auch nicht mehr alleine hier. Ja. Was?
Also ich meine, okay, klar, ist natürlich wieder so ein bisschen so ein Mini-Nachteil, aber eigentlich ist es auch ganz cool. Ich finde es eigentlich immer ganz angenehm. Ich sehe eine Pflanze da unten. Ich glaube, da unten ist es nicht. Hm. Was? Nee, Selbstgespräche. Ich wollte eigentlich irgendwie... Okay, ja, ist in Ordnung. Rede nicht mit mir. Auf der Karte ist da irgendwie so eine Pflanze abgebildet, aber ich habe sie nicht gefunden. Ach komm, also ich bin sogar schon fertig. Wie sieht's bei dir aus? Noch nicht ganz. Mal den Golem hier aktivieren. Ratte töten. Wieso sind hier so viele Ratten? Gerade eben waren da nicht so viele Ratten. Wir sind doch irgendwie noch kaum Gegner. Ich sehe nur Ratten. Ja gut, das war ja die andere Karte, ne? Da waren die Ratten alle tot. Deswegen sind wahrscheinlich die Gegner gespawnt. Klingt logisch, oder? Jo. Was schrecken der Inquestor? 10 Tötungen. Unheilvolles Glyphenzepter der Heftigkeit. Der Heftigkeit ist auch nicht schlecht. Wieso nicht? Oh, das ist leider schlechter als meins. Schade. Haupthand zweihändig. Ach so, das ist einhändig. Ach so, ja, na dann ist es natürlich. Dann hast du wieder andere Fähigkeiten sozusagen damit. Ja. Aber mir fehlt was für meine Zweithand. Schade. Hatte ich wohl verkauft. Gut. Ja gut, muss ich warten, bis ich was für meine zweite Hand finde. Was ist denn das hier? Was? Das sind, glaube ich, Tiere, die er mit sich rumschleppt. Hä? Wo was? Die sind schon wieder weg. Das war so eine riesige, komische, weiß ich nicht, so eine Art Spinne. Sie sah eklig aus. Okay. So, ich hab's gleich. Fehlt nicht mehr viel. Aus der Reichweite, ich nehme den Schuss, wo ich natürlich noch weiter nach hinten springe. Yay! So, ich bin fertig. Ja. So, jetzt haben wir hier aber, glaube ich, sogar noch irgendwie... Ach nee. Joa. Wo willst du hin? Weiß nicht. Wollen wir jetzt hier bleiben oder wollen wir nach Löwenstein? Nee, ich würde sagen, wir gehen nach Löwenstein und machen das Event. Ja. Weil wir schon mal dabei sind, ne? Dann muss ich jetzt nur noch... Weiß ich noch, wo es ist? Ja, ich weiß es noch. Ha! Klaueninsel-Portage. Löwenstein. So. Ich finde es ganz lustig, ich kann dich auch sehen. Ich gucke deinen Stream die ganze Zeit. Sehe ich, was du machst. Ja. Ach so. Dann siehst du, wie ich planlos durch die Gegend laufe. Über die Hälfte nur mein Inventar anhabe. Weil ich denke, nein, ich habe keinen Platz. Rausschmeißen, so. Rausschmeißen. Ach, da ist der Zeppelin, okay. Fischerin, Fischer. Was? Zeppelin? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du denn hin? Wo bist du denn? Na, zu der Wegmarke. Nee, ja, der Wegmarke bist du nicht. Natürlich. Oder hast du jetzt eine andere genommen? Ich bin Clowninsel Portage. Da bin ich auch. Ich stehe da direkt daneben. Neben der Wegmarke. Echt? Nö. Ja. Aber stimmt, wir sind schon wieder getrennt. Was soll denn das? Warum? Löwenstein betreten? Ich habe mal Löwenstein betreten gemacht auf deinem Profil. Ich glaube, ich komme jetzt zu dir auf die Karte. Jetzt bist du da. Ja, genau. Komisch. Ja, dann hat er uns wahrscheinlich auf zwei unterschiedliche Karten teleportiert. Warum auch immer. Das Schiff ist aber neu, was wir da sehen, oder? Nein, das gab's schon. Ja? Weiß ich nämlich, weil ich das schon mal erwähnt habe, dass mich das an Final Fantasy erinnert. Jetzt müssen wir nur noch den Weg da nach oben finden, ne? Das sieht so geil aus, dieses Schiff, ne? Das ist einfach so... Hammer. Ob man damit fahren kann irgendwann? Keine Ahnung. Ich suche gerade den Knopf, womit ich... Ach, da, okay. Damit habe ich mir einen Speedboost gegeben.
Weißt du, kaum 2 Wochen nicht online gewesen, ne? Jo! Hallo! Wie kann ich helfen? Ich möchte zu den Labyrinth-Klippen, ich möchte zu Kronpavillon. Wo wollen wir hin? Kronpavillon, oder? Okay. Das war jetzt irgendwie das Einzige, was ich jetzt irgendwie in Erinnerung hatte dafür. Nö, das Labyrinth wurde auch erwähnt. Aber eins davon könnte sein, dass das irgendwie PvP ist oder so. Ah, Löwenstein ist eine belebte Stadt. Meistens kommt man auf verschiedene Karten, weil es zu voll ist. Ah, ja. Ah, okay. 3 Wochen und ich weiß gar nicht mehr, seit wann lief das Event? Also, wann hat es angefangen? Wäre ja ganz cool, wenn wir jetzt rauskriegen, dass da irgendwie was ganz Cooles ist. Dann könnten wir uns ja überlegen, ob wir das vielleicht am Wochenende so als kleines Event-Special einfach mal nochmal durchstellen. Also so viel mitnehmen, wie wir können, oder? Ja, erstmal gucken, ne? Ja, natürlich, klar. Also je nachdem, wie viel es gibt, also würde ich halt... Ach, seit Dienstag, cool, ganz frisch. Ja, wieso nice. Haben wir hier so ganz viele Boss-Symbole? Ah. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht auf der Karte drauf, ich habe noch Ladescreen. Oh, die sind Stufe 80, cool. Xarium ist auf jeden Fall für ein Event-Special. Ah ja, also Dienstag 18 Uhr, siehst du? Ich spring einfach mal runter. Yay! Angriff. Eine Stunde später. Ich mach keinen Schaden, cool. Und achso, und verwundbar. Aber ich nicht. Oh, mein Lieblingsskin. Oh, mein Lieblingsskin für das Mount. Den will ich haben. Also Leute, ja. Den werde ich mir definitiv irgendwann holen. Der ist einfach so toll. So, wo bist du denn überhaupt? Ich bin irgendwie bei einem Boss runtergesprungen. Hab gedacht, das wäre eine gute Idee. War es aber nicht. Ja, okay, gut. Ach, ich sehe dich. Also da, unten. Na? Das ist natürlich schön, sich mit einem Level 80er anzulegen. Ja, ich werde ja auf 80 geskillt. Dings da, ne? Ah. Ne, rett mich nicht um, bitte. Ich will hier raus. Weil es interessant aussah. Nein, oh, okay. Ja, da musst du wieder so halbwegs dahin zurück, glaube ich, wo du warst. Es sieht hier aus, als würde es hier einen Weg nach oben geben. Ich bin tot. Keine Sorge. Tja. Tja, Leute. Roy, ich spiele tatsächlich erst seit ein paar Wochen, ein paar Monate Guild Wars 2. Also, yay, danke für den Follow. Also für mich ist das, ey, wo willst du hin? Wo willst du hin? Zero ist hier ein bisschen schneller auf jeden Fall. Was? Wir spielen halt zusammen erst seit ein paar Wochen. Also hier, das hier, was ihr hier seht, ist mein allererster Char. Zero Death Count. Ach verdammt, ich habe vergessen diesen... Nein, ich habe vergessen diesen Count einzustellen. Nein. Ach, schade. Lässt ein Wettkämpfer in die Arena des Spießrutenlaufs der Königin herein, okay? Oha. Ah, das hört sich lustig an. Zugangsticket für Spießruten. Festmarke. Kann an der Labyrinthklippen gegen zahlreiche Belohnungen und Preise eingetauscht werden. Mhm. Gott, die FPS droppen hier so hart, ey. Ja, das ist halt viele Leute. Neues also, Event, ganz frisch. Okay, hier kann man also die Eventmarken dann umtauschen, okay. Ach so, und ich muss also die Marken erst bekommen, damit ich am Spießrutenlauf teilnehmen kann. Was brauchst du? Ich wollte schon immer mal an einem Spießrutenlauf verkosten. Oh, ich kann essen. Hier kann man essen. Das ist schön, weil ich habe nämlich eigentlich voll Hunger. Oh, lecker. Erstmal die Quest. Da kann man essen. Guck mal hier. Ich will ja nichts essen. Ich will wissen, was hier abgeht.
Wieso läuft da dieser Boss die ganze Zeit im Kreis? Wieso kämpft niemand gegen ihn? Tja, gute Frage. Wieso war ich der Einzige, der da unten? Ja, genau, Roy. Genau das habe ich nämlich auch von der Brücke aus so halbwegs sehen können. Ach so, das ist ja langweilig. 1 vs 1 ist Spießrutenlauf. Ich dachte, er läuft dann irgendwie so durch so eine kleine Gasse und jeder... ja, wie das halt, wie man sich das halt so vorstellt. Wieso sind hier so viele Bosse? Hä? Er probiert das Hummus, gefülltes Fleisch, Sandhai-Steak, oho. Was seltsame Stachelfrucht. Oh, Oliven. Oliven, ich liebe die, die Oliven haben einen sehr intensiven und salzigen Geschmack. Aber ihr könnt auch Knoblauch und Oliven heraus, Olivenöl herausschmecken. Mmh. Oh, ist das gemein. Sandhai-Steak. Es schmeckt nach Fisch. Und nach Sand. Und etwas nach Sand. Na toll. Bestimmt total lecker. So, Hummus. Die Soße ist etwas scharf und besitzt einen sanften, aber komplexen Geschmack. Sie würde gut zu Fladenbrot passen. Ja, ich würde sagen, da haben sie exakt beschrieben, wie das alles so schmecken könnte. Ah, okay. Also, um die Bosse zu legen, müssen wir in eine große Gruppe rein. Und ja, also wir haben auf Level 5, ich glaube irgendwas unter 10, haben wir auch ein Level 80 plus Event gemacht am Start. Ui, ich habe schon 2 Gegner platt gemacht. Das waren nur so billige kleine Krähen. Toll. Bin sehr stolz drauf. Und den anderen mache ich überhaupt gar keinen Schaden, ey. Was immer das war, es war unglaublich lecker, unglaublich einfach umwerfend. Oh, gefülltes Fleisch, ja. Jo. Eine seltsame Stachelfrucht. Innen ist sie grün und sie schmeckt herb und süß zugleich. Okay. Ja, dann habe ich alles gegessen. Aber jetzt weiß ich, wie man zu dem Boss runterkommt, auf den Brücken. Ah. Moment, hier muss es gleich wieder übertreiben und stellt sich direkt auf den Tisch rauf. Ich will gar nicht wissen, wie viel jetzt gefressen hat. Dieser Wettkämpfer hat uns schon öfter beeindruckt. Ja, habe ich irgendwie schon... Event-Boss besiegt alle Champions im Kronpavillon. Ja, Zero meinte ja gerade schon, dass er auf Level 80 hochgestuft wird. Irgendein Boss hat hier gerade nur noch die Hälfte an Leben. Oha. Da. Hier, der hier, glaube ich, oder? Das ist Königin Jenna. Ich helfe. Ruf. Ja, genau so läuft es immer ab. Ich fress mich überall durch und Zero tötet Kleintiere. Und freut sich, dass er was getötet hat. Oh, hier geht's ab. Ja! Ich mache mit! Ich erlege den Boss! Ich sehe nicht mal, wo er ist, ne? Ich sehe den Boss auch nicht, aber ich drücke einfach auf den Knopf. Ich treffe ihn ja automatisch. Nein, ich sehe dich, ich sehe nicht, wo du bist. Ach doch, da hinten. Ach. Wieso einmal lässt man ihn aus den Augen? Einmal. Und dann ist er direkt schon weg. Ja, ich schlag auf den Boss ein. Und dann fragst du dich, warum ich so ein hohes Level habe und du nicht. Ja, das war ja nur, weil du gefarmt hast. Also nicht Gegner getötet, sondern... Naja. Ne? Alter, wie viel Leben hat denn das Viech? Viel? Ist Level 80? Level 80er so. Wir sind hier, keine Ahnung, 50 Leute und preschen auf ihn ein, aber verliert kein Leben. Au. Passiert. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh, ich will da Heilung. Auch hin. Ich bringe euch noch ein paar Wegelagerer mit. Keine Ahnung. Tschüss. Ist mir egal, was ich mitbringe. Ich will da auch. Ich will auch. Speedboost für euch alle. Ich brauche meinen anderen, warte. Ich brauche meinen anderen Dings. Ich habe das Gefühl, der kriegt Leben dazu. Der Leben dazu? Ja, keine Ahnung. Sieht nicht so aus, als würde er Leben verlieren. Kann sein. Hm? Ich weiß auch nicht, wie lange man auf den einschlagen muss, dass er ein paar HP verliert. Nee, gut, aber für gewöhnlich sind ja Bosse eh immer sehr langwierig. Oh, cool. Ich habe Blut gefunden. Ganz random. Ich wurde zum Boden gehauen und dann lag neben mir Loot.
Die habe ich aufgesammelt. Ja, schön. Aber der Boss verliert doch Leben. Findest du? Ja. Aber es ist anscheinend sehr, sehr wenig. Also bei mir hat diese Bum-Bum-Beines immer noch Hälfte Leben. Ja, hat sie ja auch. Und ich hau hier mit den Leuten schon 5 Minuten drauf, glaube ich. Wer weiß. So, was ist das? Ich kann ja hier auch noch. Wieso habe ich jetzt einen Banner aufgehoben? Yeah, ich gebe euch Buffs. Du bist doch aufhübs. Mensch. Ich gebe den Leuten Buffs, keine Ahnung. Das ist doch cool. Ey. Au. Oh. Holy. So, jetzt habe ich den Banner wieder auf den Boden getan. Er macht einfach irgendwas. es wirkt einfach so als... Was? In meinem Chat. In Guild Wars ist es, wenn mehr Leute da sind, skaliert auch der Boss höher. Das heißt, dass er mehr Leben hat. Ist doch schon mal gar nicht so übel zu wissen. Ja, aber der muss doch irgendwie wenigstens mal Leben verlieren. Ja, so ein bisschen halt, ne? Oh oh. Achso, bitte. Boom. So, erstmal ein paar Ultimates raushauen. Zack. Zack. Au! Ah, hi, ich seh dich. Ja, hi. Warum läufst du eigentlich als Fernkämpfer rein? Tu ich doch gar nicht, ich laufe außen rum. Ich hab nur gerade eine Fähigkeit reingeworfen. Okay. Das sah gerade aus, als wenn du einfach mitten in die Mitte läufst und ich dachte so, okay. Ja, hier, Meteor. Bum, bum, bum. Hier noch ein Erdbeben rein. Ich hab keine Ahnung, wie lange man auf einen so einen Typ mal drauf dreschen muss, ey. Na lange. Ich merk schon. Oh Gott, das greift mich an. Aber ich finde, das ist eigentlich normal. Also das, was da angezeigt wird, ist auch eigentlich so normale Raid-Geschwindigkeit, was so ein Boss Leben verliert. Auch ja, aber irgendwo muss es doch irgendwie so Fortschritt geben, sodass man weiß, okay, gut, ich habe was gerissen, aber ich bin umgefallen. So, jetzt ist halt die Sache. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es hier irgendwo Sachen ringsrum gibt. Ach, guck mal, ja, habe ich auch gerade gesehen. Hast du die gesehen, ja? Ja, da bin ich gerade zufällig hingerannt und umgekippt. Weil ich habe nämlich gesehen, wie sie Leben dazu gewonnen hat. Und dadurch ist mir der Heilturm aufgefallen. Und ich könnte nämlich auch wetten, dass hier irgendwo eventuell Heiler rumrennen.